Magdeburg gegen Magdeburg. Zu Gast auf dem Gelände der MDCC Arena MSV 90 Preußen. Das innerstädtische Duell sollte sich zu einer spannenden Partie entwickeln. Doch zunächst bestimmte der FCM das Spielgeschehen. Doch der MSV fand immer besser ins Spiel und gab sich nicht damit zufrieden, sich hinten reinzustellen. Auch Preußen erarbeitete sich sehenswerte Chancen. Und so entwickelte sich in den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte eine ansehnliche und offene Partie, in deren Verlauf zwar der Club mehr Chancen hatte, Preußen aber ebenfalls immer wieder engagiert nach vorne ging. Ganze 40 Minuten dauerte es dann dennoch, bis das erste Tor fiel. Teixeira auf Suvislo und der köpft den Ball über die Linie. Der MSV legte hochmotiviert nochmals nach, holte zunächst per Distanzschuss eine Ecke. Und nutzte im Anschluss das Gewirr im Strafraum. Tobias Tietz mit dem Ausgleich vor dem Halbzeitpfiff. In Halbzeit 2 der FCM Spiel bestimmt. Zahlreiche Chancen könnte sich der Club erarbeiten, ließ sie aber auch genauso zahlreich ungenutzt. Mal war es der Pfosten. Ein anderes Mal der Keeper des MSV. Wieder ein anderes Mal fehlte ein Quäntchen Glück. Aber auch der MSV Preußen hatte seine Möglichkeiten. Wenn auch nicht mehr in dieser Zahl, wie noch in Halbzeit 1. Aber auch ihnen gelang es nicht, den Ball ins Tor zu bringen. Erst in der 76. Spielminute dann doch noch Grund zum Jubeln für Blau-Weiß. Berje von rechts auf Beck und der bringt den Ball per Kopf hinter die Linie. 2:1 für den ersten FC Magdeburg. Keine 2 Minuten später ist es erneut Beck, der sich eine Torchance herausarbeitet und nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden kann. 11 Meter für den ersten FC Magdeburg. Reinhardt führt aus und der Ball ist im Tor. 3:1 für den Club. Die letzten Minuten. Berje kann sich rechts bis in den Strafraum durchsetzen und wird dann ebenfalls von den Beinen geholt. Erneut 11 Meter für Blau-Weiß. Dieses Mal tritt Beck selbst an. Und auch dieser Elfer sitzt. 4:1 der Endstand nach 90 Minuten. Betrachtet man die Anzahl der Chancen, ein gerechtes Ergebnis. Preußen hat sich gerade in Halbzeit 1 gut verkauft, der FCM über die gesamten 90 Minuten gesehen, aber der verdiente Sieger.